Menschenskinder, dann klopfen wir alle mal an. Aus der Wohnung höre ich Maries Stimme. Ich kann jetzt wirklich nicht öffnen. Ja, wahrscheinlich sitzt sie auf dem Pott. Ja, haben wir schon gehabt. Dann läute ich ihm. Ich kann nicht öffnen. Dann öffne halt ich. Schade. Ja, dann haben wir Pech gehabt, würde ich sagen. Halt, Schmarrn, Betty. Wie sehr sympathisch aus, Marie. Also, mittlerweile nicht mehr, aber. Hallo, Hyde, was machst du denn hier? Du hattest gerade Besuch von Marie, oder? Das stimmt. Warum? Was wollte sie denn von dir? Also wirklich, Hyde, was hast du denn in letzter Zeit mit Marie? Ich mache mir Sorgen um sie. Warum das denn? Wir haben uns vor kurzem unterhalten. Sie scheint eine Menge Probleme zu haben. Und das kümmert dich also? Hat sie mit dir etwa auch über Geld gesprochen? Musik bei ihr ist halt immer cool. Ging es zwischen euch eben etwa um Geld? Also, ich kann dir dazu nichts sagen. Ich habe mir Marie versprochen, dass ich niemandem davon erzähle. Tut mir leid, halt. Schon gut. Schon gut. Also bis dann. Betty kehrt in ihre Wohnung zurück und schließt ab. Und geht voll in den Pott reinbrettern. Ja gut, dann müssen wir jetzt telefonieren. Hallo? Es ist Telefon. Ring, 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 ring. Bananafilm, was Rachel für mich hat. Guten Tag, Firma Rick Brown. Ich bin's. Ich gebe dir Ed. Alles klar. Halt, ich bin's. Ich habe ein paar Neuigkeiten für dich. Es geht um den Mord vor 13 Jahren sowie um Frank Raver. Aber der Reihe nach. Also Frank Raver war nicht für diesen Mordfall zuständig, als dieser Mord geschah, ne? Damals vor 13 Jahren. Da hatten sie Frank Raver längst aufs Abstellgleis geschoben. Sie haben ihn abgesägt? So ungefähr halt. Am Anfang war Frank Raver einer der Besten, jung, clever und extrem ehrgeizig. Er hat alles getan, um die Aufklärungsquote zu steigern. War nicht gerade zimperlich. In seinen 40ern hatte ihn dann die Innenrevision im Visier. Er hatte seinen Job behalten, wurde aber auf einem Büroposten geparkt. Klingt ja interessant. Und was für eine Beziehung gibt es zwischen ihm und dem Opfer? Das wüsste ich auch gerne halt. Im Augenblick bin ich so ratlos wie du. Wie in aller Welt kommt ein pensionierter Cop wie Frank dazu, einen 13 Jahre alten Fall zu verfolgen, zu dem er keinerlei Beziehung hat, Ed? Nun ja. Also der Tatergang vor 13 Jahren war folgendermaßen. Am letzten Tag des Betriebs hat der Manager im ersten Stock eine Party gegeben. Irgendwann während der Feier verschwand dann Katie, die Frau des Managers. Mr. Grave machte sich Sorgen und bat die Angestellten nach ihr zu sehen. Und einer der Angestellten hat sie dann auch gefunden. Katie war an einer Zyankali-Vergiftung gestorben. Das Gift war in ihren Rotwein gemischt. Eine Piole mit Zyankali fand sich in ihren. Was? In ihren Nesses Well? In ihren Nesses Well? Egal, das nehmen wir lag. Zuerst ging ein Mann beim LAPD von Selbstmord aus. Allerdings fand man auf der Fiole. Na, oh Mann, ey, was ist denn los jetzt? Allerdings fand man auf der Piole keine Fingerabdrücke, was ungewöhnlich war. Ungewöhnlich. Außerdem fehlte ein kostbarer Ring, den sie an jenem Abend getragen hatte. Diese Indizien deuten auf einen Mord hin. Am Abend der Abschiedsfeier waren natürlich viele Menschen im Hotel und die Befragung der Zeugen dauerte eine halbe Ewigkeit. Noch dazu gab es Ermittlungsspannungen. So ging zum Beispiel die Flasche mit dem Wein, den das Opfer getrunken hatte, verloren. Am Ende blieb der Fall ungelöst. Katie McGrave wurde in Zimmer 404 gefunden, oder?
Ganz genau. Weißt du was, Ed? Dieses Zimmer sieht noch immer so aus wie damals. Was du nicht sagst, halt. Ed, ich muss dich etwas fragen. Was denn? Sag mal, als du damals beim LAPD gearbeitet hast, hast du Frank Raver wirklich nicht gekannt? Worauf willst du hinaus, halt? Nur so ein Gefühl, Ed. Ich dachte mir, dass du ihn vielleicht doch gekannt haben könntest. Ich habe nur von ihm gehört, das sagte ich doch. Mein Vorgesetzter hat damals die Untersuchungen gegen ihn geleitet. Dieser Huck Speck. Genau der, aber lassen wir das. Ich habe dir alles erzählt, was ich weiß. Sowohl zu Katie McRaver als auch zu Frank Raver. Jetzt ist es an dir halt. Ich gebe dir Rachel. Ich schenke sie dir. Kyle? Wegen morgen. Hast du schon einen Plan? Wie wäre es mit 7 Uhr abends bei Leonardo? Ich finde es toll, das Jahr zusammen bei leckerer Pizza ausklingen zu lassen. Um einen guten Rotwein, ja? Och, geil. Kümmerst du dich noch um ein Geschenk für Mila? Aber klar doch. Ach du Scheiße, was schenken wir dir da? Ein Kreuzworträtsel aus Sitz Kaffee. Okay. Ach komm, wer ist denn das schon wieder? Die Türklingel. Wer ist da? Oh, ich hab schon gedacht, das wäre Dylan. Bitte, was ist? Hast du kurz Zeit für mich? Ich brauche deinen Rat, Hyde. Das passiert selten genug, dass du meinen Rat brauchst. Jetzt komm schon, Hyde. Sei doch nicht so ruppig. Aber wenn ich mich bei dir so umsehe, du hast doch noch überhaupt nicht begonnen, dich auf den Auszug vorzubereiten. Hast du etwa immer noch keine neue Wohnung? Mach dir um mich keine Sorgen, Betty. Du wolltest meinen Rat, oder täusche ich mich da? Es geht um Marie. So? Jetzt schau nicht so verdammt misstrauisch, Hyde. Du machst mir ja richtig Angst. Marie war doch vorhin bei mir. Du wolltest mir nicht erzählen, um was es ging. Ja, ich hatte es ihr versprochen, das sagte ich doch. Allerdings habe ich ein wenig darüber nachgedacht und... Willst du mir jetzt zuhören oder nicht? Schieß los. Marie hat mich gefragt, ob ich ihren Ring kaufen will. Welchen Ring denn? Du erinnerst dich doch an die Sache vor 4 Tagen, als sie Toni beschuldigt hat. Und jetzt kam sie und fragte mich, ob ich diesen Ring kaufen wolle. Sie brauche Geld. Was hast du gemacht? Ich habe ihn gekauft, halt. Für $500. Marie verkauft ihren 3-karätigen Diamantring für $500. Die spinnt doch. Ich weiß. Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass sie darauf eingeht. Aber sie sagte, $500 in bar seien ihr genug. Und da habe ich... Ich meine, warum nicht? Aber irgendwie habe ich jetzt doch ein schlechtes Gewissen. Ganz egal, wie nötig sie das Geld haben mag. $500 sind auf jeden Fall zu wenig, oder? Und da kam mir auf einmal dieser Verdacht. Was, wenn der Ring einfach nur gefälscht ist? Sieh mal, Hyde. Meinst du, der ist echt? Betty, ich habe keine Ahnung von solchen Dingen. Woher soll ich das denn wissen, ob das Ding echt ist? Da hast du recht. Was mache ich denn jetzt? Am besten hätte ich gleich abgelehnt. Was meinst du damit? Als ich sie gefragt habe, warum sie den Ring verkaufen will. Wie mache ich das jetzt nur am besten? Ach, vielleicht sollte ich einfach mal Dylan fragen. Dylan könnte wissen, ob es sich bei diesem Ring um eine Fälschung handelt. Warum kann der das wissen? Wie kommst du denn eigentlich auf Dylan? Kennt der sich etwa mit Schmuck aus? Dylan sammelt Minerale, soweit ich weiß. Er hat mir kürzlich sogar von seiner Lupe vorgeschwemmt. Warum bist du dann nicht gleich zu ihm gegangen? Ach, Dylan steckt seines... Dylan wird immer unbeliebter. Ach, Dylan steckt seine Nase doch in aller möglichen Leute-Angelegenheiten hinein. Ich wollte nicht, dass diese Geschichte Wellen schlägt. Immerhin habe ich es Marie versprochen. Ich frage mich bloß, warum sie versprechen muss, dass sie nichts wegen dem Ring sagt. Was hast du Marie denn genau versprochen? Sie hat mich gebeten, über diese Sache nicht mit anderen zu sprechen. Du sagtest du bereits.
Dein Versprechen halten ja nicht gelang. Deine Versprechen halten ja nicht gerade lang, was? Ach Kai, bei dir kann ich doch eine Ausnahme machen, oder? Du siehst mir jemand aus, dem ich vertrauen kann. Aber ich möchte dich bitten, Marie gegenüber nichts davon zu erwähnen. Das hättest du mir aber früher sagen können. Wisst ihr was? Wird jetzt so blöd, ich lass die Flasche jetzt einfach offen. Dann kann ich immer zwischendurch trinken und dann hört man auch nicht dieses, ja, ich sag mal, Spritzgeräusch, wenn ich die Flasche aufmache. Warum hat Marie dir den Ring eigentlich verkauft? Sie hat mir gesagt, dass sie ihn nicht mehr mag. Warum das denn? Sie hat gesagt, sie wüsste jetzt, warum sie ihn geschenkt bekommen hat. Und dann hat sie gesagt, dass sie ihn nicht deswegen nicht mehr wolle. Das musst du mir jetzt genau erklären, Betty. Du stehst manchmal wirklich auf dem Schlauchheit. Sie hat den Ring von einem Mann bekommen. Das ist doch sonnenklar. Und dann hat sie gemerkt, dass er nur mit ihr gespielt hat und der Ring nicht von Herzen kam. Das war ganz bestimmt so. Und welche Frau würde so einen Ring behalten wollen? Ich weiß nicht. Warum in aller Welt habe ich den Ring nur gekauft? Mir hat Marie erzählt, dass sie den Ring von ihrem toten Bruder hat. Von Mike Porter. Sag mal, Betty. Ja? Könntest du mir den Ring vielleicht noch einmal zeigen? Betty, könntest du mir den Ring kurz einmal ausleihen? Okay, halt. Betty, gib mir den Ring. Ich hoffe, du kannst da etwas herausfinden. Ich tue mein Bestes, Betty. Bis später, halt. Betty verlässt meine Wohnung. Wo fange ich bloß an? Zuerst sollte ich mir die Lupe von Dylan besorgen. Warum gibt sie diesen Ring her? Und warum sagt sie, er ist ihr nicht mehr wichtig? Das ist schon wieder ein Rätsel. Auf zu Dylan. Weil das mit dem Kreuzworträtsel haben wir ja verkackt. Ach, Gottelchen. 306. Vielleicht hätten wir eine Wohnung. Schwachsinn, oder? 304 war's. Vielleicht hätten wir eine Wohnung dafür bekommen. Oh Gott. Jetzt kommt hundertprozentig dieser Will wieder raus. Ich frag mich, für was die Leute eine Klingel haben, wenn sie schon beim Klopfen hergehen. Mr. Hyde! Hätten Sie vielleicht einen Augenblick für mich? Was wollen Sie denn von mir? Könnten Sie mir vielleicht Ihre Lupe leihen? Meine Lupe? Ich habe gehört, dass Sie eine Speziallupe für Edelsteine besitzen. Das ist richtig, aber was wollen Sie mit dieser Lupe denn anfangen? Ich möchte mir Minerale ansehen. Was sagen Sie da? Ich wusste nicht, dass auch Sie Minerale sammeln. Naja, ich interessiere mich immer ein wenig dafür. Das wusste ich nicht. Sie werden mir immer sympathischer. Ich habe bis jetzt niemandem davon erzählt, aber wie es scheint, sind Sie ein richtiger Experte. Da dachte ich, wir reden einmal. Gerne, Mr. Hyde, gerne. Wie sind Sie denn zu diesem schönen Hobby gekommen? Nun, also, damals, als ich in Manhattan gelebt habe, da bin ich durch Zufall einmal ins Mineralogische Museum von New York gegangen. Urologische Museum von New York gegangen. Wirklich, Mr. Hyde? Das ist ja großartig. In diesem Museum kann man die Exponate sogar berühren. Das stimmt doch, oder? Eines Tages möchte ich auch dort einmal hingehen. Sie kennen sich aus, was? Aber natürlich, Mr. Hyde. Das ist ja auch interessant, nicht wahr? Ein total interessantes Hobby. Wer hätte damit gerechnet, dass ich so ein Hobby habe? Sehen Sie mich doch an. Mr. Hyde, kommen Sie doch bitte herein. Lassen Sie uns ein wenig über die Welt der Steine reden. Und Kieselsteine um Felsen. Ich muss ehrlich sein, ich war jetzt letztens, wie ich im Urlaub war, ich in Ruhpolding, bla bla, ist so ein Kaff praktisch in den Bergen, noch im deutschen Bereich, und gab es auch so eine Ausstellung mit Mineralen. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist das gar nicht so uninteressant. Aber bis man sich da reinfuchst, ne? Ne. Dylan. Du machst mich fertig.
253, dann. Ne, 239, Schwachsinn. 239. Ja, ich bin der Typ, der wo gesagt hat, ich muss darauf achten, dass ich keine Aufnahmen von vorhin überspeichere, aber ich hoffe jetzt einmal, dass das funktionieren wird. Also das mit dem Rätsel nervt mich echt ein bisschen. Dass das Ende beeinflusst, ich hoffe es nicht. Dylan? Möchten Sie meine Sammlung auch einmal begutachten? Gerne. Sehen Sie sich nur in Ruhe um. Wann denn eine Sammlung? Schönes Muster für den Teppich. Fernseher. Also das Bild irritiert mich immer noch ein wenig. Ach, das da, oder? Alter, was haben der für Viecher da dran? In diesen Schaukästen sind präparierte Schmetterlinge ausgestellt. Schmetterlinge in allen möglichen Größen und Formen. Seltsames Hobby. Ich würde mir jedenfalls keine toten Tiere in die Wohnung stellen. In diesen Schaukasten sind präparierte Insekten. Das ist der Werkzeugkoffer. Hier steht eine Sammlung von Mineralen. Dieses dunkelblaue Mineral sieht von allen Seiten unterschiedlich aus. Hier steht eine Sammlung von Mineralen. Dieses rosa Mineral ist den meisten Streifen. Hier steht eine Sammlung von Mineralen. Dieses hellblaue Mineral hat einige Einschlüsse. Irgendwo habe ich ein Schmuckstück mit so einem Mineral gesehen. Hä, was? Okay. Hier steht eine Sammlung von Mineralen. Die scharfkantige Oberfläche reflektiert das Licht. Der hellblaue ist das dasselbe wie das. Dieser Diamantring. Achso, geht nicht. Okay. Was ist das da? Auf dem Schreibtisch steht ein Mineral. Es ist blau und seine Oberfläche ist rau und porös. Auf dem Schreibtisch steht ein Mineral. Irgendwo habe ich sowas schon mal einmal gesehen. Aber interessiert hat es mich schon damals nicht sonderlich. Ist da die Lupe irgendwo zufällig? Ach, da ist die Lupe. Auf dem Tisch liegt ein Notizbuch. Warum zeichnet der da einen Vogel hin? Wenn ich fragen darf. Auf der aufgeschlagenen Seite ist ein Vogel mit gespreizten Flügeln zu sehen. Das hinterfragst du jetzt wieder nicht, komischerweise. Dylan? Was ist denn? Die Lupe dort auf dem Tisch, ist das eine Speziallupe für Edelsteine? In der Tat, Mr. Hyde. Ihre Vergrößerungskraft ist wirklich beeindruckend. Man sieht alles 10-mal so groß. Ich kann Ihnen diese Lupe nur wärmstens empfehlen. Ach ja? Dürfte ich sie nur einmal kurz ausprobieren? Aber natürlich, Mr. Hyde. Wenn Sie möchten, können Sie auch meine Minerale in die Hand nehmen und begutachten. Danke, Dylan. Sehr gut. Das Telefon. Miss Hyde, ich lasse Sie kurz allein. Er ist doch da. Guten Tag. Nein, das ist in Ordnung, aber... Schon eine Weile zu dauern. Jetzt kann ich mir den Ring vielleicht genauer ansehen. Gib Gas! Kai... Diamantring verwenden. Da. Boom! Oh, geil! Du beklopptes Etwas. Die muss man auch alles immer... Diamantring verwenden. Lupe! Ich sehe mir Maries Rung... Maries Rung eher unter der Lupe an. Achso. Okay, 10-mal so groß. Also ran damit. Ich sehe gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Es wird schärfer? Nee. Hallo? Geht das jetzt, oder? Hä? Ach, die... Keil nimmt die sogar in die Augen. Muss ich vielleicht auf die Seitenflächen achten, dass die scharf werden? Das wird so unscharf. Ich glaube, das ist ein bisschen blöde. Am Rechnen das zu machen, weil ich glaube am DS... Ne, doch nicht. Ja, irgendwas hängt da, ne? Mit diesen Diamanten lässt sich etwas erkennen. Stimmt, aber was schwarz ist, ne? Ist da vielleicht etwas auf dem Sockel eingraviert?
So, und jetzt auf den Sockel des Rings ist ein Muster eingraviert. Dieses Muster, ich lege die Lupe. Ich wollte gerade sagen, hat er die Lupe fallen gelassen, weil das hat sich jetzt angehört. Moment mal. Das Muster dort auf dem Notizbuch. Wie kommt Dylan dazu, auf sein Notizbuch das gleiche Muster zu zeichnen? Oh, oh. Mr. Hyde. Wie gefällt Ihnen die Lupe? Ja, also... Es ist so interessant, die feinen Verästelungen des Materials in der Vergrößerung zu sehen. Da haben Sie sicher recht. Finden Sie nicht auch, dass Kristalle und Minerale wie Asteroiden aussehen? Wie Asteroiden? Wie kommen Sie denn darauf? Ich meine, wenn Sie sich die Steine unter der Lupe ansehen, dann erkennen Sie innen doch Krater, Täler, Höhlen und sogar die ganzen Gebirgszüge. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen. So interessant ist das. Diamanten mögen ja durch ihre Symmetrie bestechen, aber das macht sie auch langweilig. Finden Sie nicht auch, Mr. Hyde? Das haben Sie schön gesagt, Dylan. Aber mal was ganz anderes. Was ist denn? Sie haben da auf Ihrem Notizbuch ein schönes Wappen. Was ist das denn? Meinen Sie die Zeichnung? Das ist ein Kondor. Ein Kondor? Ja, das sieht man doch. Sie wissen schon, dieser große Vogel, der in den Anden lebt. Jetzt, wo Sie sagen, was hat es mit diesem Kondor denn auf sich? Nichts Besonderes, glaube ich. Ich habe nur das Bild aus dem vierten Stock abgemalt. Das ist eigentlich alles. Mir wird der Typ immer suspekter. Erst recht, der Blick vorhin hat mich ein bisschen schockiert. Was für ein Bild haben Sie im vierten Stock gesehen? Es gibt dort ein Zimmer, in dem das Bild des Kondors die Wand schmückt. Das Bild habe ich abgemalt. Von welchem Zimmer reden Sie, Dylan? Zimmer 406, glaube ich. Dylan? Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen so plaudern. Das freut mich, Mr. Hyde. Ich muss aber jetzt wieder los. Machen Sie es gut. Ich verlasse Dylans Wohnung. Froh darüber, dass ich mein Ziel erreicht habe. Wie kommt der Kondor aus dem Logo des Hotels auf Maries Ring? Versteckt sich dahinter am Ende dort noch eine weitere Bedeutung? Da war noch Franks Tonband. Der vierte Stock des Zielobjekts befindet sich im gleichen Zustand wie Zimmer 404. Fundort von Katie McGrath wurde bereits abgesucht. Untersuche die Spuren von Kondor, bevor das Zielgebäude abgerissen wird. Kondor also. Ich sollte mir das Bild in Zimmer 406 ansehen. Warum hat Dylan jetzt so genau auf den Ring geschaut, also beziehungsweise auf uns geschaut? Ich weiß nicht, ob er den Ring gesehen hat, aber es hat ihn ja brennend interessiert, was ich da mache. Wieder mal von dem abgesehen, der interessiert sich für alles.